Wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie die Hochschulschriftenplagiatsüberprüfung funktioniert. Kurz eben diesen Hoppler-Prozess, wie die Plagiatsüberprüfung eben abläuft. Bevor Sie Ihre Abschlussarbeit, also eben Ihre Masterarbeit, Ihre Dissertation auf Hoppler hochladen, müssen Sie unbedingt schauen, dass Sie Ihr Thema und Ihren Betreuer eben genehmigt haben. Dazu ist das entsprechende Formular, das Themen- und Betreuergenehmigung, eben bei Ihrem SSC einzureichen und dort erhalten Sie das Formular auch. Wenn das alles erledigt ist, überprüfen Sie bitte Ihre Namen und Ihre korrekten akademischen Grade auf Ihrem Studienblatt, beziehungsweise wenn Sie sich auf U-Space einloggen, dann sind dort alle akademischen Grade, die Ihnen bereits verliehen wurden, in der richtigen Schreibweise. Die müssen Sie dann auch genauso übernehmen für Ihr Titelblatt. Wenn Sie dann das PDF Ihrer fertigen Arbeit erstellt haben, müssen Sie auch darauf achten, dass die Arbeit maschinell lesbar ist. Das können Sie ganz einfach überprüfen, indem Sie einfach aus Ihrem PDF einen Auszug kopieren und den einfach in ein Textdokument eben einfügen. Wenn da alles passt, dann haben Sie eine Arbeit, die maschinell auch lesbar ist. Es gibt dann eben noch einige Formvorschriften für die Plagiatsüberprüfung bzw. für Ihr Titelblatt zu beachten. Die Titelblattvorlage, die wir Ihnen vorgeben von der Universität Wien, kann nicht verändert werden. Bitte übernehmen Sie sämtliche Bezeichnungen, wie Sie auf dieser Vorlage finden. Diese muss zweisprachig sein, Ihre Matrikelnummer darf nicht aufscheinen, nur Ihre Studienkennzahl, Ihre Studienrichtung und eben auch nur der Betreuer, der genehmigt wurde. Ihre Mitbetreuung darf auch nur auf dem Titelblatt aufstehen, wenn dieser genehmigt worden ist. Die Vorlagen dazu und die kommentierten Titelblätter finden Sie ebenso auf Ihrer SSC-Website. Bitte achten Sie darauf, dass auch in Ihrer Arbeit ein deutschsprachiges Abstract vorhanden sein muss. Wenn das alles erledigt ist, dann können Sie eben auf Hoppler Ihre Arbeit hochladen. Wenn Sie Ihre Arbeit dann hochladen, dann müssen Sie natürlich Ihre Daten eingeben. Das sind die Metadaten, das heißt eben den Titel Ihrer Arbeit, Ihre Betreuerin, die Fakultät, an der Sie geschrieben haben, Ihr Abstract und so weiter. Sie können dann auch eben einen Sperrwunsch angeben. Das ist noch nicht der Sperrantrag, aber einfach, wenn Sie schon wissen, Sie möchten einen Antrag stellen, dass wir das auch eben im Hoppler-System dann haben. Das kann für maximal 5 Jahre eben angegeben werden und der dementsprechende Antrag ist dann ebenso beim SSC einzureichen. Die Genehmigung, die erfolgt dann durch den Studienpräses. Wenn Sie das alles erledigt haben, dann müssen Sie noch rechtliche Erklärungen abgeben, eben zur Urheberschaft, Sie haben eben Ihre Arbeit selbst geschrieben, zur Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis, zur Plagiatsüberprüfung und Langzeitarchivierung. Ebenso können Sie dann freiwillig angeben, ob Ihre Arbeit als Volltext online auf dem Hochschulschriften-Server zur Verfügung gestellt werden kann oder nicht. Das können Sie auch eben im Nachhinein revidieren. Das ist einfach dieses Online- und Offline-Stellen des Volltextes der Arbeit. Wenn Sie das alles ausgefüllt haben, dann bekommen Sie von Hoppler generiert eine Hochladebestätigung. Diese ist dann zu unterschreiben und eben an Ihr SSC zu übermitteln. Gut, das ist jetzt von Ihrer Seite erledigt und dann beginnt die offizielle Plagiatsprüfung. Der erste Schritt ist, dass eben vom Büro Studienpräses überprüft wird, ob eben sämtliche Formvorschriften eingehalten wurden. Ob Ihr Titelblatt korrekt ist, ein deutsches Abstract enthalten ist, ob Ihr Thema und Ihr Betreuer auch genehmigt wurde. Wenn das alles in Ordnung ist, dann wird die Arbeit von uns eben an die 2 Plagiatsüberprüfungssoftwares weitergeleitet, die die Universität Wien hier zur Verfügung hat. Diese Software generieren dann eben innerhalb von ein paar Stunden Berichte zu Ihrer entsprechenden Arbeit. Hier wird einfach die Textgleichheit überprüft. Das heißt, Ihre Arbeit wird hergenommen und der Text wird überprüft, sind genau die gleichen Texte, die genau gleichen Wörter auch in einer anderen Publikation im Internet schon eben zu finden. Diese Berichte, wenn sie dann kommen, wird dann an Ihre Studienprogrammleitung weitergeleitet. Das bedeutet, Ihre Studienprogrammleitung bekommt die Berichte, muss diese dann anschauen und überprüfen. Das heißt, die Studienprogrammleitung bekommt gewisse Prozentzahlen, aber diese sind nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, dass die Studienprogrammleitung sich dann wirklich jedes einzelne Zitat, was gefunden wird,
anschaut und überprüft, ist das vielleicht ein direkt übernommenes Zitat oder wäre das vielleicht ein Plagiat. Und dann gibt es eben drei verschiedene Optionen, wie die Studienprogrammleitung vorgehen kann. Im Idealfall natürlich wird Ihre Arbeit freigegeben. Sie haben richtig zitiert, Sie haben korrekt wissenschaftlich gearbeitet, Ihre Arbeit wird freigegeben, Sie bekommen dann auch eine Benachrichtigung über Ihren U-Account. Die zweite Möglichkeit ist, dass Ihre Arbeit abgewiesen wird. Das bedeutet, vielleicht ist irgendwo ein Fehler passiert, haben Sie vielleicht ein Zitat vergessen, muss irgendetwas überarbeitet werden. Hier haben Sie dann die Möglichkeit, noch Ihre Arbeit zu überarbeiten, mit Ihrem Betreuer gemeinsam oder mit Ihrer Studienprogrammleitung, die Ihnen dann die entsprechenden Teile Ihrer Arbeit halt aufzeigen, die überarbeitet werden müssen. Und der dritte Fall ist, dass eben Ihre Arbeit ein Plagiat ist. Das bedeutet dann, dass Ihre Arbeit negativ beurteilt wird, Sie eine neue Arbeit mit einem neuen Betreuer verfassen müssen. Im Idealfall natürlich wird Ihre Arbeit freigegeben und dann ist der Schritt vom SSC, dass Sie Ihre Arbeit zur Beurteilung an Ihren Betreuer bzw. bei Dissertationen an die Gutachter weitergeleitet werden kann. Und dann, wenn alles erledigt ist, wird Ihre Note dann eingetragen. Es gibt natürlich von den Seiten der Studierenden sehr viele häufige Fragen, die eben wir haben bezüglich der Plagiatsüberprüfung. Um hier entgegenzuwirken, haben wir jetzt ein paar herausgesucht, um hier Klarheit zu schaffen. Eine Frage ist natürlich, wenn Ihnen im Nachhinein Rechtschreibfehler, Formatierungsfehler, Grafikfehler auffallen, kann Ihre Arbeit dann nochmal erneut hochgeladen werden? Ja, das ist kein Problem, da können Sie uns einfach eine Mail schreiben, wir können Ihnen das Leute hochladen freigeben, aber nur solange Ihre Arbeit noch nicht beurteilt ist. Wenn Ihre Arbeit beurteilt wird, kann das leider nicht mehr möglich sein. Zweite Frage ist auch eben, ob die Arbeit zurückgezogen werden kann. Ja, solange Ihre Arbeit eben noch nicht beurteilt ist, können Sie Ihre Arbeit auch zurückziehen. Dann eine sehr wichtige Frage, die viele Studierende betrifft, ist, ob es vielleicht irgendeinen bestimmten Prozentsatz gibt, ab dem eine Arbeit als Plagiat eingestuft wird oder nicht. Und nein, das gibt es nicht. Jede Arbeit ist individuell zu begutachten. Jede Arbeit wird auf die Textgleichheit überprüft und dann eben gesehen, handelt es sich um direkte Zitate, handelt es sich um ein Plagiat. Und hier ist es ganz wichtig, es gibt keine bestimmte Prozentzahl, die über ein Plagiat entscheidet. Das wird von Einzelfall zu Einzelfall angeschaut. Eine weitere wichtige Frage ist auch, kann ein Plagiat verjähren? Nein, ein Plagiat kann nicht verjähren. Diese Überprüfung auf Textgleichheit ist immer nur eine Momentaufnahme von genau dem Tag, wo Sie Ihre Arbeit hochgeladen haben. Es kann natürlich sein, dass in ein paar Jahren draufgekommen wird, nein, Sie haben hier inkorrekt gearbeitet und dann kann natürlich ein Verfahren bezüglich des Plagiats noch eingeleitet werden. Und die letzte Frage, die auch sehr oft gestellt wird, ist eben, ob im Nachhinein diese Werknutzungsbewilligung, also dieses Online- und Offline-Stellen der Arbeit auch zurückgezogen werden kann. Ja, das können Sie im Nachhinein auch ändern lassen, wie Sie möchten. Wenn Sie Ihre Arbeit online haben, können Sie sagen, nein, ich möchte den Volltext doch offline haben. Das ist auch im Nachhinein ganz einfach zu erledigen. Genau. Wenn Sie weitere Fragen haben, können Sie gerne eben auf unserer Website im Büro Studienpräses schauen oder uns auf den Second Level Support auch schreiben unter e-einreichung@univie.ac.at und wir sind gerne für Ihre Fragen da. Vielen Dank.